En una ciudad hay una casa donde habían árboles y... Martha liest einen Auszug aus Book from the Ground. Für dieses Buch hat der chinesische Künstler Xu Bing ein Vokabular aus vielen hundert Emojis und Icons entwickelt. Emojis, Icons, viele Vokabular entwickeln. Mit diesem Auszug aus einer Arte-Doku über Schreiben und Denken werfe ich einige erste Aspekte in die Manege. Was mich hier besonders freut, wie gut das klappt, lesend interpretieren bzw. interpretierend lesen. Leider lässt die Arte-Doku unerwähnt, dass Xu Bing nicht der Einzige ist und welches Potenzial und welche Brisanz in einem solchen Iconspell stecken. Iconspell, was ist das eigentlich und was hat das mit Schwarmintelligenz zu tun? Iconspell nenne ich das von mir entwickelte Bildzeichensystem. Iconspell sowie faszinierende Zeichen oder Iconspell sowie ich kann Zeichen setzen oder Zeichen stabilieren. Kommunikation mittels Bildzeichen soll übersprachlich und übernational sein. Eurozentrismus gilt es also zu vermeiden. Iconspell ist für mich derzeit einfach ein Arbeitstitel und irgendwann gibt es vielleicht einen Kunstnamen. Volb zum Beispiel, Quad, Varuma, Nirb. Es ist eigentlich ein bisschen egal, das wird sich finden. Im Zuge der Erschaffung und Benutzung eines visuellen Vokabulars und einer Piktogrammatik durch Schwarmintelligenz. Dazu später mehr. Jetzt möchte ich euch erstmal erzählen, was es mit meinem Iconspell auf sich hat. 1992 schuf ich es als Studentin, inspiriert von ägyptischen Hieroglyphen, bestehend aus Zeichen unserer Zeit. Piktogramme, Logos, Icons und Symbole. Ich übersetzte damit die biblische Schöpfungsgeschichte, was durch eine ganzseitige Erstveröffentlichung in der Zeit unerwartet großes Furore machte. Seitdem wurde meine Genesis immer wieder ausgestellt und abgedruckt und das in ganz verschiedenen Bereichen. Sprache, Semiotik, Kunst, Design, Informatik, Ethik und Religion. Es gab sie immer wieder als Buch, nacheinander in verschiedenen Verlagen, unter anderem bei Lars Müller, der die, wie ich finde, geniale Idee hatte, das Buch fünfsprachig herauszubringen. Da wurde mir erstmals klar, was für ein Potenzial ein solches Iconspell hat. In all den Jahren wurde ich immer wieder gefragt, ob ich da nicht weitermachen will. So, hey, bring doch eine komplette Gudehus-Bibel raus. Nee, sagte ich dann, ich weiß nicht recht. Andererseits kam mir immer wieder zu Ohren und Augen, dass außer mir auch andere solche visuellen Kommunikationssysteme erdacht oder auf diese Weise Texte übersetzt haben. Richtig viele Leute. Von 1921 bis heute, also über genau 100 Jahre, insgesamt 26 Ansätze für Zeichensysteme, die eine Kommunikation längerer Texte erlauben. Und das sind nur die, von denen ich bislang weiß. Verschiedenste Zeiten, verschiedenste berufliche Hintergründe, verschiedenste Länder und somit Sprachgebiete, das ist einerseits verblüffend und auch beeindruckend, andererseits keiner dieser Ansätze hat bislang den Sprung geschafft, universell verwendet zu werden und das war ja immerhin die Idee. Es scheint einfach viel verlangt, dass sich die Menschheit auf das komplett einlässt, was jemand Einzelnes da ausbaldowert hat. Fünf dieser Ansätze seht ihr hier, alle voller Esprit, Originalität, Logik, Klugheit und Intensität. Sie sehen sehr unterschiedlich aus und sie funktionieren auch sehr unterschiedlich. Zum 25. Geburtstag meiner Arbeit erschien im Patmos Verlag diese Ausgabe. Anlässlich dessen habe ich meine Übersetzung vollständig überarbeitet. Immerhin entstanden in den letzten 25 Jahren etliche Zeichen, die unseren Alltag heute sehr prägen. Diese Arbeit und die neuerliche Beschäftigung mit meinem Iconspell führte zu meiner eigenen Überraschung auch dazu, dass ich zu Anfragen für Übersetzungen von anderen Texten nicht mehr Nein sagte. Wie etwa für die Inszenierung der Zauberflöte von Mozart in Chemnitz. Da gab es unter anderem die Frage, wo wohnt die Vernunft?
Das wird an anderer Stelle in der Inszenierung visuell beantwortet. Ein anderer Auftrag war die Übersetzung der Leitsätze eines Seniorenstifts. Einer davon: Alle sind willkommen. Ungefähr in dieser Zeit nahm ich im Klingspor-Museum in Offenbach an einer Podiumsdiskussion über meine Genesis teil. Und da stellte wieder jemand die Frage, warum ich denn nicht weitermachen würde mit meinem Eikensperr. Und noch während ich Luft holte, fiel bei mir der Groschen und ich antwortete: Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sehr viel mehr Menschen zu beteiligen. So viele und so verschiedene wie möglich. Denn ein Mensch allein kann so eine Aufgabe nicht meistern. Das war die Geburtsstunde der Idee der Schwarmintelligenz als Turbolader für die Realisierung einer globalen Zeichensprache. Alle sind willkommen. Wahrlich. All in. Das hier ist für mich ein wunderbares Bild für das, was Schwarmintelligenz bewirken kann. Trampelpfade entsprechen einer Abstimmung mit den Füßen. Sie zeigen, wo und wie Menschen sich bewegen, was ökonomisch und was praktikabel ist. Ließe sich das auf die Erschaffung einer Zeichenweltsprache übertragen? Ich denke, ja. Ich habe mich ja, wie ihr jetzt wisst, erst kürzlich von Saula in Paula verwandelt. Dass ich selbst vorher so skeptisch war, kommt mir also vielleicht zugute, wenn jetzt andere meiner Idee mit Skepsis begegnen. Meiner Idee, ein weltweit verwendetes Eikensperr in der Welt und durch die Welt zu verwirklichen. Die Vorteile eines solchen Kommunikationsmittels liegen auf der Hand, nämlich intuitives Verstehen und Benutzen, wie das spanisch sprechende Mädchen eben. Immer noch gibt es in allen Weltgegenden Illiterate, die zu informieren wichtig ist, dass sie sich impfen lassen sollen und wählen gehen und warum und so weiter. Immer geben wird es die Notwendigkeit, sich mit Menschen zu unterhalten, die niemals lesen und schreiben werden können. Und wie oft waren wir alle schon in Situationen, in denen uns eine gemeinsame Sprache fehlte? Da kamen dann Gesten und Mimik ins Spiel. Vielleicht hattet ihr Stift und Zettel dabei oder konntet auf irgendwas zeigen. Das Tolle ist ja, bei jeder Begegnung mit Zeichen bietet sich die Gelegenheit, sie zu lernen. En passant, halbbewusst. Und wie oft finden diese Begegnungen statt? Täglich 100 bis 1000-fach. Wir alle verfügen bereits über ein immenses visuelles Vokabular. Darum binde ich all solche vertrauten Zeichen in mein Iconspell ein. Also Piktogramme, Logos, Emojis, Icons, religiöse und wissenschaftliche Symbole, Sternzeichen, Verkehrszeichen und. Ich sehe in diesem nebenbeien Lernen solcher Zeichen ein enormes Potenzial für eine visuelle Sprache, die von unbegrenzt vielen erschaffen wird und benutzt wird. Das große Zauberwort heißt Kontextarbeit. Darauf sind wir Menschen ohnehin gepolt. Das Äquivalent zu Analphabetismus, an Ikonismus gäbe es nicht, denn eine Bildzeichenweltsprache erschließt sich bei Gebrauch und im jeweiligen Zusammenhang. Also Skepsis mag angebracht sein, aber ich bin ein großer Fan von Ausprobieren. Erst im Machen offenbart sich nämlich so manches, was sich nicht planen ließ. Nicht von Einzelnen, nicht von Teams, auch wenn sie aus renommierten Spezialistis bestehen. Es mag noch ein weiter Weg sein, bis man mit einem solchen Eikensperr Hegel übersetzen könnte oder Schwitters oder Steuererklärungen, aber es geht mir erstmal nur darum, eine Grundlage schaffen zu helfen für ein selbstregulierendes System. Mir geht es darum, ein Zeichen zu setzen, damit wir Menschen Zeichen setzen können, damit wir uns wirklich weltweit verständigen können. Eine große Sache. Sich miteinander verständigen können, ohne dieselbe Sprache zu sprechen? Ein Menschheitstraum. Was, wenn er sich wirklich realisieren ließe? Unsere Welt droht an vielen Stellen auseinanderzudriften, während zugleich Globalisierung noch immer eine starke Dynamik hat. Verrückterweise brauchen wir für beides mehr und bessere Verständigung. Eine Möglichkeit wäre, in anderen Dimensionen zu denken und zu agieren, in einer menschlichen, in einer übersprachlichen, in einer der Zeichen. Das Chinesische ist ein ganz eigenes System, ist aber für dieses Vorhaben in einer Hinsicht vorbildlich. Es wird in Dutzenden von Dialekten gesprochen, die sich lautlich teilweise extrem voneinander unterscheiden. Die Zeichen jedoch sind immer die gleichen. Zum Beispiel hier das Zeichen für Liebe,
das im Mandarin Ai ausgesprochen wird und im Kantonesischen Nuo. Sowieso und immer schon. Unterschiedliche Menschen, Kulturen, Zeiten kommen auf unterschiedliche Lösungen für ein und die gleiche Sache oder Situation. Das könnte man auch als Evolution bezeichnen. Die braucht normalerweise sehr lange. Aber hey, leben wir nicht in den schnellsten Zeiten, die es je gegeben hat? Mit Geräten und Software und Internet, die weltweit Austausch ermöglichen, ohne jegliche Verzögerung? Ich bin zuversichtlich, dass dieser Umstand dem Vorhaben genau jetzt zugutekommt. Dass es vorher kaum klappen konnte, weil wir Menschen diese Möglichkeiten überhaupt nicht hatten. Schrift hat eine Evolutionszeit von ungefähr 5000 Jahren hinter sich. Scheinbar emanzipierten sich im Lauf der Zeit die heutigen abstrakten Schriftzeichen, die Laute wiedergeben, von Bildzeichen, die Sinneinheiten darstellen. Bildzeichen verließen uns jedoch nie, sind heute stärker Teil unseres Lebens denn je, vermischen sich immer wieder und immer noch mit Schrift und führen eine eigenständige Existenz als Informationsträger, wie Schrift, zunehmend in Reihung, zwischen Buchstaben und statt Buchstaben. Inzwischen können Emojis auf allen digitalen Interfaces benutzt werden und ja, man kann auch neue Emojis vorschlagen. Aber der Prozess ist zäh und das System elitär. Das für das Zeichenangebot auf unseren Geräten zuständige Konsortium Unicode wird dominiert von 10 Technologiefirmen. Adobe, Apple, Facebook, Google, Huawei, IBM, Microsoft, Netflix, Oracle, SAP und kurioserweise Oman, einem Land, das für Kritik am Staat regelmäßig Journalistis und Aktivistis ins Gefängnis wirft. Die Entscheidung, was wir für Bildzeichen auf unseren Tastaturen benutzen können, liegt also in der Hand weniger. Das ist alles andere als demokratisch. Das ist eine echte Bevormundung. Wer spricht, kann man sich da fragen. Wer hat die Macht und wer sollte sie haben? Na klar, wir Menschen, die gesamte Weltbevölkerung, sämtliche Individuen. Die zu befähigen, selbst Zeichen zu erschaffen und mit einer potenziell unbegrenzten Auswahl von Zeichen zu kommunizieren, das wäre echtes Empowerment. Das wäre eine Demokratisierung der Mittel, wie es sie mit Radio, Fernsehen und Büchern bereits gegeben hat, die früher ebenfalls in den Händen weniger lagen. Das ginge auch dramatisch über den Ansatz von Gerd Arns und Otto Neurath hinaus, die mit ihrem berühmten Isotype vor 100 Jahren Benachteiligte bilden und aufklären wollten. Bei Eikensperr bräuchten die Benachteiligten keine Advocatis, denn ihnen stünden alle Mittel zur Verfügung und ihre Stimme würde ebenso viel zählen wie die von Expertis und anderen Mächtigen. Das ist jetzt dran. Auf die phänomenale Demokratisierung des Wissens durch Wikipedia kann und sollte jetzt die Demokratisierung unseres Zeichenschatzes folgen. Die wünschenswerte kulturelle Neutralität wäre dabei umso höher, je mehr Menschen aus all den verschiedenen Kulturen involviert wären. Die Vorstellung einer universellen Gültigkeit von Zeichen mag zwar eine Illusion sein, ihre universelle Verwendung jedoch nicht. Vorausgesetzt, ein Tool zur Kreation von und Kommunikation mit Bildzeichen würde auch den hintersten Winkel der Welt erreichen. Das Gerät ist bereits da. Das Smartphone. Es fehlt also nur eine Software und ein digitaler Ort, eine App und oder eine Website. Dann wären alle, die eine Tastatur bedienen, einen Stift halten oder mit dem Finger auf eine Fläche zeichnen können, imstande, dort Zeichen hochzuladen und auszuprobieren. Und das sind schon richtig viele. Immerhin, Sprache kommt von Sprechen und Zeichen kommt etymologisch von Zeigen. Darum sollte eine visuelle Sprache, die für alle buchstäblich alle benutzbar ist, von allen miterschaffen und ausprobiert werden können. All in, das hieße für mich von den abstraktesten Zeichen bis zu den anschaulichsten, von regional bekannten Zeichen bis weltbekannten Zeichen, von etablierten Zeichen bis zu frisch entworfenen Zeichen, sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe. Überhaupt alle Arten von Zeichen. Aus allen denkbaren Kontexten für alle denkbaren Kontexte. Und natürlich die existierenden Ansätze für Zeichensprachen. Also nicht nur alle,
sind willkommen, sondern alles ist willkommen. Fuzzy Logic lautet dabei die Devise. Und vielleicht, nee, ganz sicher werden neue Gepflogenheiten entstehen. Wird sich ein Konsens bilden oder auch mehrere, je nach Alter oder Soziotop oder Beruf oder Anlass oder. Wenn der Prozess durch eine Software und einen digitalen Ort einmal ermöglicht ist, wäre auch die Fülle der Mitwirkenden und die Fülle ihrer Vorschläge kein Problem. Es bräuchte nur eine Struktur, die es ermöglicht, damit zu arbeiten. Klingt das unrealistisch? Wenn wir nur auf das Ziel schauen, vielleicht. Aber alles, was groß ist, hat mal klein angefangen. Auch Initiatoris anderer großer Errungenschaften haben erste kleine Schritte unternommen, waren zunächst wenige und begegneten gehöriger Skepsis. Etwa der Gedanke, dass es so etwas wie in Europa geben könnte, war zu der Zeit seiner Entstehung für die meisten unvorstellbar. Die Idee einer ikonografischen Weltzeichenschrift dagegen ist erstens schon 100 Jahre alt und deren Realisierungsmöglichkeiten sind zweitens mit erheblich günstigeren Umständen gesegnet. Jetzt geht es also darum zu erkennen, dass der Schritt auf die Metaebene dran ist. Es gibt ja bereits all diese Ansätze für ikonografische Universalsprachen und es gibt bereits weltweit diverse Initiativen, wie etwa die aus drei Leuten bestehende Emojination, die sich dafür einsetzen, dass der Aufnahmeprozess neuer Emojis erleichtert wird, oder Cesco Reales Comunicon-Projekt mit einigen Dutzend Mitwirkenden aus verschiedenen Ländern und Berufen. Oder The Noun Project, eine der Seiten, wo Designeries ihre Arbeit anbieten. Also klar kommerziell ausgerichtet, was ich nicht ganz übereinkriege mit ihrem Claim, Building a Global Visual Language. Ich sehe dort auch nirgendwo Aneinanderreihungen von dort versammelten Zeichen im Sinne der vorgestellten Ansätze für Zeichensprachen, wofür sie auf jeden Fall mit über 3 Millionen Icons von Gestalteries aus über 120 Ländern eine gute Grundlage haben. Mit Metaebene meine ich diese Bewegungen, diese Initiativen, diese Leute zusammenbringen, zur Kooperation bewegen. Vereinte Kräfte, vereinte Kreativität, vereintes Know-how. Mit Metaebene meine ich, dass wir dann imstande sein werden, das große Ganze überhaupt erst zu erkennen. Und ich meine, das Eisen ist heiß, will geschmiedet werden. Um aber die Schwarmintelligenz zu initiieren, um das Vorhaben bekannt zu machen und Projektbeteiligte ins Boot zu holen, braucht es einen starken Auftakt. Eine Initialzündung, einen Gongschlag, dessen Widerhall weite Kreise zieht. Was für ein Auftakt könnte das sein? Ich arbeite derzeit intensiv am Konzept einer umfassenden Ausstellung, gepaart mit einem groß angelegten Experiment. Ich habe schon im Kopf, wo das Ideal angesiedelt wäre und strecke gerade entsprechend meine Fühler aus. Groß angelegt, sage ich, in Hinblick auf den Ort und in Blick auch darauf, dass es so und in dieser Dimension das noch in keiner Stadt und mit keinem Museum gegeben hat. Klein, aber maximal effektiv sind dagegen Ausstellung und Experiment im Hinblick auf das Ziel eines globalen Eigensperr. Ich betrachte sie als eine Grundsteinlegung für eine spätere Eigendynamik. Kern der Ausstellung wären all die Zeichensysteme aus den letzten 100 Jahren sowie die der frühen Menschheitsgeschichte. Einzeln für sich und im Vergleich. Und darum herum viel thematisches Fruchtfleisch, das Spaß macht und spannend ist, spielerisch. Unter anderem die Möglichkeit, die existierenden Zeichenschriften auch immer auszuprobieren. Mein Experiment bestünde darin, Besucheris aller Alter und Hintergründe an der Entwicklung einer aus Bildzeichen bestehenden Weltsprache zu beteiligen und sie neue visuelle Vokabeln vorschlagen zu lassen und Piktogrammatikregeln. Es gibt für so ein Experiment bislang nur einen Vorläufer. Fred Benenson ließ den Roman Moby Dick auf Amazons Mechanical Turk übersetzen. Die Plattform erlaubt es, einfache Aufgaben für geringe Beträge von Menschen ausführen zu lassen. Benenson nutzte in diesem Zusammenhang also erstmals Schwarmintelligenz.
Der Entstehungsprozess von Emoji Dick führte allerdings zu keinem Erkenntnisgewinn oder neuen Konventionen. Insofern freue ich mich auf eine gewaltige Steigerung dieses Experiments in Bezug auf Relevanz, Nutzen und Nachhaltigkeit. Das Experiment im Museum würde ergänzt durch temporäre Außenstellen, die über den gesamten Stadtraum verteilt wären. Outdoor, an Bushaltestellen, auf Plätzen und in U-Bahnhöfen und Indoor, in Seniorenheimen, Firmen, Schulen und in Hochschulen verschiedener Disziplinen. Auch für dieses Experiment bin ich bereits mit verschiedenen Leuten und Institutionen im Gespräch und freue mich über das lebhafte Interesse, da in irgendeiner Form mitzuwirken. Nicht ausgeschlossen, dass eine solche Ausstellung und Experiment auch für einen anderen Ort oder weitere Orte attraktiv wären, dass sie möglicherweise wandern. Ja, ich weiß, manchen Menschen fällt es schwer zu zeichnen und manches ist auch schwer zu zeichnen. Aber auswählen ist leicht. Darum umfasst mein Konzept für das Experiment die schon erwähnte App und oder Website als Sammel- und Teststelle für die Community aller Mitwirkenden und als Forum aller, die bereits weltweit an Bildzeichensprachen arbeiten. Personen, Initiativen, Firmen, Institutionen. Im Prinzip Größe, Relevanz und Tragweite wäre das insgesamt ungefähr mit Wikipedia vergleichbar. Wobei Wikipedia, was die Herkunft der Beiträge betrifft, bei Weitem nicht so global und integrativ ist, wie Iconspell zu sein verspricht. Ich stelle mir vor, dass diese Ausstellung und das Experiment kaskadierend weiteren Input generieren. An verschiedenen Orten und auf verschiedene Art, dass richtig was in Bewegung kommt. Ich meine, es ist alles da. Man muss es nur machen. Das große Wagen. Ich stelle mir ein organisches Wachstum vor, das nur zu Beginn einen gewissen Anschub braucht. Ich stelle mir vor, dass diesem Organismus eine Struktur, eine Art Bauplan zugrunde liegt und dass es schnell wachsen kann und wird. Es wird sich gewissermaßen aus vielen Zellen zusammensetzen, Teilnehmerinnen aus allen Weltgegenden, Altersgruppen, sozialen und beruflichen Hintergründen. Dieses Zeichenerschaffungs- und Testgebilde wird definitiv einige Gärtneris benötigen, die hier und dort Wildwuchs bändigen und im Auge behalten, ob die Struktur noch trägt. Was mir zusätzlich Hoffnung macht, ist dieses Netzfundstück, das nämlich Unicode hinter der harten Schale offenbar einen weichen Kern hat und sich auch vorstellen kann, dass Menschen irgendwann ihre eigenen Zeichen da hochladen. Es wären nur umfassende Änderungen ihrer Infrastruktur vonnöten. Na dann. Ja, soweit in groben Zügen meine Vision, mein Plädoyer. Und ja, natürlich bleiben noch Fragen offen. Wesentliche Fragen, zum Beispiel, wer macht mit? Wer schafft die Struktur? Wer finanziert das? Und wie können sich die Beteiligten, die Gärtneris, möglichst unelitär, möglichst demokratisch verhalten? Dazu freue ich mich, von euch Feedback zu bekommen zu dem zugegeben kühnen Vorhaben. Ja, das ist mir wohl bewusst, aber ich halte es für absolut möglich, für machbar und das Resultat für überaus wünschenswert. Ich denke, mit Hilfe von vielen Menschen in aller Welt ließe sich ein kleiner Beitrag zum Weltfrieden leisten. Nichts Geringeres als das. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.